oder drei, die auf der Straße zusammen sprechen, sind des Hochverrats schuldig, ohne Untersuchung. Bei ewiger Gefangenschaft ist verboten, von Staatssachen zu reden. Bei Todesstrafe soll niemand die Handlungen der Regierung missbilligen. Mit großem Versprechen werden Väter, Mütter, Kinder, Verwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Innersten des Hauses vorgeht, bei dem besonders niedergesetzten Gerichte zu offenbaren. Was will der König damit? Die Niederländer sind Männer, jeder für sich ein kleiner König. Zu drücken sind sie, nicht zu unterdrücken. Verurteilt. Nach vorgängiger, genauer gesetzlicher Untersuchung
wird Heinrich Graf von Egmont, Prinz von Gohr, des Hochverrats für schuldig befunden. Das Gericht beschließt, dass Egmont mit der Frühe des Morgens aus dem Kerker auf den Markt geführt und dort vorm Angesicht des Volkes zur Warnung aller Verräter mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden soll. Alle Straßen sind besetzt. Alle Zugänge abgeschnitten. Schon erhebt sich schwarz aus der Nacht ein Gerüst. In weiten Kreisen wehen Fackeln spanischer Soldaten hin und wieder. Ein weißes Kruzifix wird aufgestellt. Fackeln weichen und erlöschen. Jetzt steht die Zeit auf einmal still. Es stockt ihr Kreislauf. Egmonts letzte bange Nacht begann.